Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Eurotruck Simulator 2 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns immer noch auf dem Weg nach Katowice, stehen hier so ein bisschen dusselig am Straßenrand rum. Das lösen wir jetzt erstmal auf. Und ja, auf geht's. Die letzte Etappe dieser Strecke. Es sind noch 132 Kilometer. Wir werden dann dort wahrscheinlich noch die Auswahl der nächsten Fahrt miterleben dann in dieser Folge oder beziehungsweise die Reparatur und das Schlafen wieder. Ja, ich habe auch geblendet. Entschuldigung. Ja, ich habe ja abgeblendet. Jetzt hat es nicht ganz aussehen, aber das ist auch nicht gut. So, dann müssen wir das Tempomatchen wieder einlegen. Und dann können wir da aufblenden. So. Für die, die es nicht wissen, ich spiele das Ganze hier mit dieser LS-Konsole nebenbei. Das macht sich ja nicht ganz gut so, wenn jetzt die. Ich bin ja mal überlegen, ob ich mir dieses Stream Deck kaufen sollte. Weil bei diesem Stream Deck kann man natürlich die Knöpfe einzeln belegen. Man kann auch Unterordner machen, soweit ich weiß. Ich weiß gar nicht, wie weit. Aber ich glaube, es gibt quasi einen Unterordner drunter. Und da könnte man eigentlich mal so kleine süße Icons drauf machen. Und das stelle ich mir eigentlich auch ganz nett vor, wenn das dann quasi hier so steht und du dann das wie so ein, wie das Cockpit halt hast, als beleuchtete Tasten. Für Licht, für Scheibenwischer und so weiter und so fort. Das stelle ich mir ganz toll vor und ob es dafür geht oder nicht geht, weiß ich gar nicht. Ich meine, meine gelesen haben, dass es gehen soll. Dass man da quasi Custom-Tastenbelegungen machen kann. Oh, und... Was? Wir haben 2% auf die Fracht gekriegt? Wo haben wir das hingekriegt? So ist ja... Okay. Irgendwo haben wir 2% auf die Fracht gekriegt, das habe ich nicht mitgekriegt. Wo wir damit gegengekachelt sind, aber vielleicht wisst ihr es noch. Vielleicht war auch das Parken am Straßenrand nicht gut. Und zurück zum Thema. Aber dieses Stream Deck, das würde mich natürlich doch arg reizen. Weil hier sind jetzt halt die Knöpfe an diesem Teil. Das sind halt ja einfach nur Knöpfe. Ne? Also ich sag mal, dafür 150 Euro verlangen für so ein paar Knöpfe und dann ein kleiner Treiber da drin, der das am Rechner liefert. Also ich muss sagen, das LS-Lenkrad war für das, was es konnte und für die Verarbeitung und ähnliches eindeutig zu teuer. Die Konsole hat jetzt so 149, glaube ich, gekostet bei Amazon. Ja, das kann man machen. Also, sage ich mal, ja, eigentlich auch noch viel zu teuer. Wenn man sich überlegt, dass ein Controller für eine, so ein Hammer-Controller für eine PS4 oder für eine Xbox, ich glaube, da kosten die mit Force Feedback 30 Euro vielleicht? Und hast du ähnlich viele Tasten drauf und auch Analogstick und sonst irgendwas. Also eigentlich ist das wesentlich überteuert. Es ist von der Machart her nicht schlecht. Also so, dass du das so wie so eine Seitenkonsole quasi neben dir hast und auch mit diesem Joystick und so weiter. Aber für 150 Euro ist das, eigentlich ist es überteuert. Ja, wenn man die Möglichkeiten hätte, ne, dann könnte man eigentlich so ein Ding sich selber bauen, ne? Theoretisch müsste ich das sogar hinkriegen, weil programmieren kann ich sowas. Ja, man müsste das dann bloß halt eben so als Treiber verpackt kriegen, damit man das auch in Spielen nutzen kann. Das ist die Schnittstelle, die ist mir halt unbekannt, aber da, da könnte ich ihn kennen. Ich finde auch dieses Stream Deck mit diesen LED-Tasten dort für 150 Euro ist eigentlich, also wenn das, ist mir eigentlich überteuert, muss ich sagen. Also ich sag mal, wenn das jetzt 99 gekostet hätte, hätte ich schon längst. Da hätte ich gesagt, okay, für 99 kaufst du das Ding, setz hier hin und das wirst du, also ich versuche eigentlich immer quasi sozusagen den Spielspaß oder was macht für mich ein gutes Spiel aus? Für mich macht ein gutes Spiel aus, wenn der Kaufpreis zur Spielzeit sich 1:1 verhält. Das heißt, wenn ich ein Spiel kaufe für 20 Euro, ich damit 20 Stunden gespielt habe, dann war es für mich ein gutes Spiel, dann ist okay. Es hat mich 20 Stunden lang gefesselt und sagen wir mal, im Kino bezahlst du für 90 Minuten mittlerweile 8-9 Euro, wenn der Kinotag ist. Also, ne? Wenn du noch 3D- oder Überlängenrabatte hast, dann bist du auch gerne mal bei 10 Euro und das ist schon, also für einen Kinobesuch, wenn du da mit Familie losgehst, zwei Kinder, zwei Erwachsene und dann noch ein paar vielleicht ein bisschen Zeugs dabei, da ist so ein Kinoabend auch mal 50, 60 Euro teuer. Und das schon habe ich eigentlich. Also deswegen ist so ein Spiel, wenn es mich jetzt hier fasziniert und dies und das, da geht dann aber auch rein, dass ich jetzt, wenn ich bestimmte Spiele, wie zum Beispiel für ein ETS und für einen Landwirtschaftssimulator und ATS,
habe ich mir natürlich auch ein anständiges Lenkrad dazu gekauft. Naja, anständig, aber ich habe mir ein Lenkrad dazu gekauft und wollte halt nicht das G29, wo ich mich im Nachhinein darüber ärgere, dass ich das G29 genommen habe. Habe ich jetzt das Driving Force GT genommen, was dann damals, glaube ich, ein Drittel gekostet hat vom G29 zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe. Habe auch halt im sequentielle Schaltung kann ich hier machen, so einen kleinen Schaltknopf habe ich da an der Seite, der auch relativ viel Schrauben drin hat und das, also ich bin vollends zufrieden mit dem Lenkrad, es ist nur etwas laut, das ist ja auch das, was ihr dann ab und zu im Hintergrund hört. Aber sonst bin ich eigentlich komplett zufrieden damit, also das G29, ja, hätte ich jetzt auch ganz gerne wegen der Schaltung, muss ich mal gucken, vielleicht, wenn es mich reizt oder so, dann werde ich zu Weihnachten mit G29 und dieses Stream Deck kaufen, also das, mal gucken. Vielleicht auch zwischendurch. Nur Geburtstag habe ich ja schon gehabt. Hm? Ostern ist auch schon vorbei. Also die Zeit, sich selber Geschenke zu machen, ist eigentlich auch. Hm? Naja. Vielleicht kriege ich auch irgendwann überredet, dass er das für mich mal macht. Und mir schenkt. Aber ich. Fände jetzt so ein Stream Deck, also das, also ich fände es schon, schön. Also auch für ein LS, dass man, wenn man dann so Unterordner hat, dass man sagt, okay, jetzt ist das Seeprogramm dran, dann klickt man dann halt auf den Unterordner, auf das Sehen und dann hat man quasi die, für die Seemaschine extra die Bedienung unten, wie einschalten, absenken, sonst irgendwas dergleichen. Das kann ja das gleiche sein, macht ja nichts, ne? Also wie bei anderen auch, aber da ist dann ein extra Bild dafür dran und dann hast du oben halt noch diese Dinger für den Trecker, dass du, quasi die Benutzung machen kannst, beziehungsweise das eigentlich könnte man das alles auch mit der Seitenkonsole abbilden. Oh, jetzt haben wir wieder so viel gequatscht, siehst du wohl, da haben wir uns verfahren. Na toll. Warte. Kriegen wir hier gelöst. Müssen wir mal auf der Autobahn drehen. Nee, Achim. Und wir wundern uns, wo wir den Schaden hier kriegen, ne? Haben uns aber voll verfahren jetzt gerade, voll verfahren, da hätten wir abbiegen müssen. Und ich stell mir das schon schön vor, wenn du dann sagst Mähdrescher, dann machst du den Ordner Mähdrescher auf und hast die ganzen Bedienungen für Mähdrescher da drauf. Als kleine Piktogramme. Das ist auf jeden Fall besser als das, was du jetzt hier mit diesem. Ja. Mit dieser Seitenkonsole hast, wo du dann bloß unterschiedlich farbene Knöpfe hast und so. Also das ist. Muss ich ehrlich sagen, so 150 Euro, dass ich die dafür ausgegeben habe. Ich wollte damals unbedingt sowas haben, diese Seitenkonsole, weil mir das auf den Sack ging, dass ich das alles auf dem Lenkrad, die also ganzen Funktionen irgendwo liegen musste und oder dann doch die Tastatur benutzen musste nebenbei. Das wollte ich dann nicht und deswegen habe ich es damals gekauft. Gar nicht so lange her, das ist Anfang des Jahres gewesen. Und ja, bereue ich den Kauf? Eigentlich nicht. Na gut, doch wenn ich jetzt sehe, dass ich das gleiche Geld im Stream Deck hätte haben können, da bereue ich es dann schon ein bisschen. Aber, naja. Nö, passt schon. Gibt Schlimmeres, wofür man Geld ausgeben kann, glaube ich. Oder Sinnloseres. Und jetzt haben wir grün. Und wir sind am Zielort. Jawohl, wie hättest du es denn gern? So, bestätigen. Ich meine, ich darf fast geradeaus rausfahren auf der Straße hier. So, machen wir mal die Außenansicht lieber an. Wie hätten wir es denn gern so, wa? So. Schon zu weit links, ne? Das hätte man auch von Anfang an sehen können, dass es schon zu weit links ist.
beziehungsweise rechts, je nachdem wie man jetzt guckt, aber... Oh, sieht schön aus. So ist schön. So, lassen wir das jetzt. Das piept hier aus. So. Dann machen wir den Motor aus. So. Ansatteln ab und dann gucken wir mal, was wir jetzt hier verdient haben bei dieser kurzen Tour. Oder so kurz war die gar nicht. Ja, zufriedenstellend. Die haben 2% Schaden drin. Also die habe ich noch nicht ganz verstanden, wo ich die hergekriegt habe, aber vielleicht wieder irgendwo hängen geblieben sein an irgendeiner Leitplanke oder irgendwas, was ich gemacht habe, was nicht gut war. Wahrscheinlich war es auch wirklich beim Parken, dass ich da irgendeinen Leitpfosten oder sowas dann doch getroffen habe. Egal. So, wir können jetzt einen Punkt vergeben und zwar geben wir den auf Fernfahrten, damit wir ein bisschen weiterkommen. Ich habe schon ein bisschen auf hochwertige Fracht, damit wir ein paar gut zu tun mit viel Geld schon mal kriegen. Und jetzt gehen wir mehr oder weniger darauf, dass wir auf weitere Fahrten gehen. Dann gucken wir mal, welche neuen Ausrüstteile wir haben. Oh, meine Lieblingslackierung ist freigeschalten. Die finde ich eigentlich ganz hübsch, die mache ich aber dann mit anderen Farben. Also das Rot und Schwarz tausche ich aus. Also das Führerhaus Rot ist und Schwarz ist und in der Mitte dann so hell das helle Weiß hat. Gut, aber wir gucken jetzt mal beim Scania, was haben wir denn noch? Wir haben ein neues Fahrwerk, 6x2R. Weiß ich nicht, was mit dem R zu tun hat. Highline R. Ist aber auch sehr teuer. Dann haben wir den Motoren für 400 PS. Euro 5. Gut, egal, aber wir hätten 400 PS, das sind ungefähr 60 mehr, als wir jetzt haben. Und für den Streamline gibt es das auch. R ist wahrscheinlich die... Keine Ahnung. Sagt mir nichts. Weiß ich nicht. So, dann stellen wir mal Snappy auf die nächste Werkstatt. Weil dann werden wir das zumindest den Motor, wenn wir uns einbauen. Ja, mal gucken, was wir noch haben. Wir sind nicht so weit weg. So, da fahren wir jetzt mal schnell hin. Kommt da was? Nö, kommt nix. Mal abfahren. Dann rücken wir hier mal raus. Und hier wieder rein. So, bremsen. Und dann gucken wir mal Wartung. Reparieren wir erstmal einmal alles. Und Ausrüstung. Gucken wir doch mal. Wir halten jetzt den Highline. Ah, der sieht natürlich schon schön aus, ne? Kostet mal gleich 33.000 von unseren 83, die wir haben, ne? Wollen wir das haben unbedingt? Hätte schon was, ne? Beim Fahrwerk. Ja, da können wir natürlich, da können wir eigentlich nicht dran sparen. Das muss... Ja, da werden die Tanks zwar kleiner, aber... Ja, also das Fahrwerk, das machen wir auf jeden Fall. So, schon bei 63.000. Dann hätten wir hier noch einen 400 PS Motor, dann wären wir bei 69.000. 12 Kangritaler, das ist egal, ob wir das mit oder ohne haben. Von der Kraft her, gut, das brauchen wir nicht. Wenn wir jetzt unsere Lieblingslackierung hier noch machen. Easy hier. Das wird weiß. Das wird schön knalliges als Voreinstellung speichern, aber das nehmen wir dann hier. Voreinstellung wählen. Und unten nehmen wir so ein knalliges Schwarz. So würde ich den gerne eigentlich lackieren wollen. Vielleicht das Rot doch noch ein bisschen dunkler nehmen. Ja. So. So, und dann sind wir bei 91.000 und wir haben aber nur 81.000. Na, da haben wir doch schon den Salat. Ja, die Lackierung ist halt, ne, mit 16.000 sehr teuer. Jetzt haben wir weiß, das ist natürlich auch noch blödsinnig.
ganz weiß. Das bitte Voreinstellung. Bitte. Ja, bei 57.000. Kann ich noch gerade so mit mir vereinbaren, glaube ich. Schade eigentlich. Ich hätte gerne eigentlich das Führerhaus. Na gut, dann müssen wir das Führerhaus, aber dann ist die Lackierung ja wieder dran, ne? Ich glaube, da müssen wir nicht nochmal, weiß ich nicht. Wir nehmen es erstmal so. Also uns ist erstmal, also wichtig ist erstmal, dass hier hinten mit dran ist. Ich weiß gar nicht, gibt es denn jetzt hier. Achso, wir können auch die Reifen können wir noch ändern. Ein bisschen besseren. Bisschen besseren Grip, ein bisschen leiser. Das machen wir auf jeden Fall. So, aber an den Felgen brauchen wir auch erstmal nichts machen. Ah, nee, das brauchen wir jetzt erstmal nicht machen. Verkleidung, ach hier, den Türgriffe gibt es in lackiert. Ja, die hätte ich gerne lackiert. Und die Spiegel hätte ich gerne noch nicht in lackiert. Gibt es erst ab Level 9 in lackiert. Und wir machen uns natürlich noch ein Schild. Das auf jeden Fall. Da schreiben wir Master rein. Anwenden. So. 62.000. Das bestellen wir so. Alles klar. So. Unser LKW sieht jetzt schöner aus. Ist neuer. Wir gucken uns den nochmal in der Außenansicht hier mal ein bisschen an. Ich finde, das sieht immer ganz gut aus, so diese Lackierung. Könnt ihr hier eure Meinung nochmal zu sagen? Ich finde ihn ganz hübsch so. Gut, dann haken wir hier noch. Okay, wenn wir keinen Gang einlegen, können wir auch nicht fahren. Das ist richtig, da hat er recht. Jetzt wird der Wendekreis ein bisschen größer durch das mit der Doppelachse hinten. Stellen wir uns mal hier rein. So, machen das Gepiepse aus, machen den Motor wieder aus und sagen wir nächtigen jetzt eine Weile. Und wenn wir wieder aufwachen, suchen wir uns einen neuen Auftrag heraus. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mein Name ist Master Schröder. Auf Wiedersehen.